Hallihallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Weiß Edition. Ja. Wie ich ja schon im letzten Part angekündigt habe, habe ich mich mal auf Suche gemacht. Und habe, ich weiß mal professionell, ist es nicht schön, ist es nicht prächtig, ist es nicht wunderbar. Mein Shiny Maxax. Wir haben andere Teammitglieder. Wenn ich gerade einmal hier auf der Seite bin, nicht eh gleich wieder rumdrehen muss. Ich müsste aber mich wieder daran erinnern, dass ich wieder rumdrehen muss. Oder ich das jetzt mal kurz so reinfüge. Ja. Heute werden wir mal einen, ja, etwas redevollen Part haben, indem ich nur irgendwelches Zeugs laber, denn er wird mit Kämpfen gespickt sein. Nee, warte! Warte, da war noch was. Hey, Trainer, hast du kurz Zeit? Ja, es ist gerade 19.20 Uhr, einem Montagabend. Ich gucke gerade einen Fernseher und was kommt da? Eine Reportage über McDonald's. Toll, oder? Dabei war ich erst gestern da. Ich bin eigentlich kein McDonald's-Freak. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich bis eins, höchstens einmal pro Monat zu McDonald's mal was essen. Nee, ich bin kein Burger-Freak. Da gibt's anderes. Wie ihr schon seht, hier ist was los. Es fängt wie wild an zu regnen. Und jetzt ist das ein Pokémon ja wieder. Oh, hi. Ich mag dich bloß nicht ins hohe Gras, Kind. Dieser Pokémon könnte zu stark sein. Ich meine, ich habe anscheinend die Maxax. Nichts ist stärker als das. Muss da vielleicht ein Shiny Max das Level 100, aber. Es sind doch nicht alle Tage Abend. Ich war auch gerade beim Thema Fast Food. Ja. Und hier, Kamis, Suppe. Suppenessen habe ich als Kind auch gern gemocht. Am liebsten, so Tomatencremesuppe. So mit, entweder mit Croissants, ne, nicht mit Croissants, ich bringe wieder alles nicht an, mit Croutons, oder halt mit, was war das denn, mit Nudeln oder mit Reis, ja stimmt, Nudeln mit Reis, Nudelsuppe mit Reis, also Tomatensuppe, Tomatencremesuppe mit Reis, ah, das war lecker, das war echt lecker. Es hagelt. Wie cool. Oh, hi. Tornados. Irgendwie sowas. Das geht ab. Was für ein heftiger Sturm. Das soll wohl das Werk des Pokémons sein. Wie es scheint. Ein nettes Vieh. Ich habe jetzt zwar gerade den Namen nicht. Wieso hagelt? Ach so, es ist Winter. Hatte ich ganz vergessen. Kann ja mal vorkommen. Ja. Also, waren wir beim Thema Essen, Fast Food, McDonald's. Verdammt, jetzt habe ich die Kette genannt. Ach, egal. Ja, also. Ich weiß, das ist so seltsam. Also, ich, ja, ab und zu vielleicht mal ein Big Mac oder ein paar Chicken oder Cheeseburger. Ja, aber man muss nicht übertreiben, man muss nicht alle drei Tage sich vollstopfen, wie es mein Bruder am liebsten machen würde. Ja, mein Bruder mag McDonald's echt, ich nicht. Ich hatte jetzt mal eine Zeit lang vielleicht sowas wie wild in mich reingestopft habe, aber Zeiten ändern sich. Ja, ich lasse noch mein Aeropteryx vorne. Es geht ab.
wenn wir schon beim Kämpfen sind, dann können wir auch kämpfen, sozusagen. Tja. Ass-Trainer. Da kann man gerade der Ass durch. Ja. Ja. Also ich gehe ab und zu mal zu Subway. Das tue ich mal. Ich esse gern bei Subway. Es ist auch gesund, ja. Okay, McDonald's. Also es ist zwar auch nicht so viel gesund, obwohl eigentlich doch ein wenig. Ja, was noch? Packe ich mir ein paar Chicken Wings. Oh ja. Vorgestern habe ich mir mal ein paar Chicken Wings gebacken. Oh, die waren gut. Oh, die waren richtig gut. Es war so Chili Chicken Wings. Aber nicht so im KFC-Style, sondern schärfer. Ich weiß nicht, ob ich mal best KFC war. Ich war einmal da. Mein Bruder irgendwas mitgebracht mal. Das war nicht schlecht, aber das hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Aber der, was mich umgehauen hat, war der Preis. Weil du zahlst ja für so einen Beutel oder für so eine Dose. Ey, wisst schon, diese Eimer. Nicht wirklich aussehen wie Eimer, sondern eher wie, keine Ahnung, undefinierbare Dinge. Keine Ahnung, ich kann es gerade nicht definieren. Ja. Was gibt's sonst noch? Wow. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Also Fastfood-Kettenmäßig. Burger King. Bin ich ehrlich gesagt kein Fan von. Ich weiß nicht wieso, aber ist nicht mein Fall. Nicht wieso, aber habe ich ein, zwei Mal gegessen, konnte mich nicht wirklich mit anfreuen. Und ja, ich meine, wenn nichts anderes da ist, würde ich das auch essen, aber lieber esse ich eine Currywurst. Ich liebe Currywürste. Ich liebe allgemein Curry. Also ich mag auch indisches Essen, hätte ich nicht mal. Also ich bin ein Fan der indischen Küche, aber auch erst seit ein paar Monaten. Seitdem ich mal selbst indisch gekocht habe. Also es ist sehr interessant, weil... Tja, weil es ja sehr interessant ist. Und man kennt die indische Küche eigentlich fast gar nicht. Man hört so Currygerichte, einfach nur Curry, ja. Nein! Die indische Küche... Also ich hatte mir mal das traditionelle britische Nationalgericht Chicken Tikka Masala selber gekocht. Und ja, da sind ja tausende von Zutaten. Da sind Ingwer, Currypasten, Kreuzkümmel, sagte ich irgendwas schon? Ja, eine Currypaste. Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Reis. In diese Currypastenmaserung eingelegtes Fleisch. War echt eine fast Geschmacksexplosion, um es mal als solches zu bezeichnen. Also ich sollte eben mal nicht hungern. Also ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht gerade nicht hungernd an, so wie ich. Ja, ich krieg gerade selbst Hunger, wenn ihr während ich immer über das Essen erzähle. Ich kann stundenlang über das Essen erzählen. Hab ich schon mal erwähnt, aber. Es ist einfach so.
Ja, aber mein Leibgericht ist immer noch Lasagne. Ich meine, es gibt nichts Schöneres als Nudelplatten belegt mit Hackfleisch. Belegt mit noch mehr Nudelplatten, belegt mit noch mehr Hackfleisch, belegt mit Nudelplatten, mit Hackfleisch, Nudelplatten und obendrauf Käse. Es gibt einfach nichts Besseres. Es geht ab. Ihr zwei. Ja, ich bin auf dem Weg zur Liga. Natürlich müssen wir gegen Charon kämpfen. Das war vorhersehbar. Das ist in jedem Spiel so, dass die Mithilfsprotagonisten auf einen zukommen und dich zum Kampf herausfordern. Das war und ist in jedem Pokémon-Spiel so. Außer in Rubin und Saphir und Smaragd. Da nicht. Da gibt es den allerschwächsten aller Protagonisten, die es überhaupt jemals gab. Das ist ein tolles Spiel. Ich weiß, ob man nachher jetzt playen müssen. Wahrscheinlich jetzt gleich als nächstes. Hatte ich mir so vorgenommen. Entweder das oder ich nehme einen Hack auf. Also einen richtig coolen Hack. Auch Gameboy Advance Style. Also das nächste Pokémon-Spiel ist auf jeden Fall für den Gameboy Advance. Was ist es, weiß ich selbst noch nicht. Muss ich selbst nur überlegen. Was ich mir denn so vornehme. Was isst ihr denn am liebsten, wenn ich die ganze Zeit schon so über Essen geredet habt und mich schon langsam selbst hungrig mache, aber was isst ihr am liebsten? Ist es Mutters oder Omas Nudelsuppe, die ich übrigens auch sehr mag, die jetzt auch gerne. Oder ist ein Schnitzel oder anderes. Erzählt mir doch bitte mal, was ihr am liebsten isst. Das würde mich jetzt echt mal heute interessieren. So heute als Essens-Spezialfolge, die nur von Essen handelt. Dafür ist sie ja da. Ich meine, ich schaue dieses Bär nicht an, um euch von irgendjemandem irgendwas über Pokémon zuzulabern, zu hören. Ihr guckt es ja an, weil ihr Spaß daran findet, dass diese Person euch zulabert. Also das ist der Grund, warum ich eigentlich Let's Play schaue. Gut, außer es gibt vielleicht auch ein paar Spiele, die ich nicht kenne oder erst neu auf dem Markt sind, die mich brennend interessieren. Das Commentary fast egal ist, ab und zu schaue ich die auch auf Englisch. Ich meine jetzt nicht, dass ich Englisch nicht verstehen würde, aber man versteht Deutsch doch besser als Englisch. Ab und zu hat man von englischen Let's Plays, wenn man sie versteht, keine Ahnung. Das ist dann meistens froh, wenn man sie auf Deutsch mal irgendwann mal sieht. Irgendwo. Laubklinge. Das kratzt mich an dich mal. Also vielleicht schon. Wenig. Noch ein Kleopatra. Jetzt will ich nochmal mein Dracula im Einsatz sehen. Deswegen hole ich mal kurz raus. Schön. Also haben sie sich Nintendo echt und Game Freak echt übertroffen mit einem schwarzen Drachen. Also jetzt mal abgesehen von Mega Glurak X, wobei ich immer noch mich ärgere, dass ich Y genommen habe. Ich meine, gut, Y ist viel besser. Ich meine, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nehmen sich die beiden Spiele nicht viel. Ich meine, viele geben zwar zu, dass Glurak, dass Mega Glurak X oder X, nee, Y auch nicht schlecht ist, aber immerhin ist das ein Typ vom Feuerdrache. Tja. Das ist jetzt irgendwie ein wenig mehr erwartet von den beiden hier.
sicher. Die labern. Einfach nur gelabern. Labern, labern, labern. Bestes. Aber hierhin will ich nochmal. Denn gibt es wilde Bisonfang. Aber deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Sondern auch nicht wegen diesem Schwarzgurt. Sondern auch nicht wegen diesem Wanderer. Tja, man kann sich halt nicht alles wünschen. Vor allen Dingen nicht bei wilden Strepolis. Vor allen Dingen bei denen nicht. So ist es richtig. Hat der mehr oder nur eins? Ne, der mehr. Ja, ich glaube, es kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Erdbeben. Ah, ich hasse Robustheit. Robustheit ist Kacke. Robustheit ist unnütz. Ich meine, dieser Viecher hat Robustheit. Das ist die einzige Fähigkeit, die dieses Pokémon hat. Zu was anderem ist das nicht gebrauchen. Oder zu gebrauchen. Nachdem. Ich bin eigentlich hier wegen diesem Typen. Der gibt nämlich ein Finsterchen. Damit kann ich endlich mein Latinecto entwickeln. Das will ich jetzt auch gleich tun. Willkommen in meinem Team, liebes Galabra. Mit diesen herrlichen Bildern beende ich den heutigen Part von Pokémon Weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vergesst nicht, mir zu schreiben, was ihr denn am liebsten esst. Das würde mich jetzt echt interessieren. Vor allem, weil ich Hunger habe und ich mir gleich was zu essen machen werde. In diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.